Ratten, haufenweise Müll, verfallende Häuser. So sehen Viertel in einigen deutschen Großstädten aus. Aber genau hier wird Geld gemacht. Mit Familien aus Südosteuropa, die in diesem Dreck leben. Dahinter stehen oft skrupellose Geschäftemacher, die im Namen dieser Familien deutsche Sozialleistungen und auch Kindergeld kassieren. Razzien und Zwangsräumungen gibt es immer wieder, doch die Geschäfte scheinen trotzdem zu blühen. Ich will erfahren, wie dieses System funktioniert. Allein in Gelsenkirchen leben derzeit rund 7000 Rumänen und Bulgaren. Die Anwohner der Hülsmannstraße leben hier teilweise seit 20 Jahren. Jetzt wollen viele nur noch weg. Was sind das denn für Leute, vor denen Sie auch Angst haben? Ja, die werden dann hier abgesetzt mit einem Bus mitten in der Nacht und dann steigen da 20 Stück raus mit dem Koffer. Und dann sagen die immer, wir verstehen nichts. Wir verstehen nichts, die verstehen schon. Verstehen ganz gut. Die verstehen aber, wo der Jobcenter ist, wo man die Anträge stellt, komischerweise. Die arbeiten hier gar nicht, die arbeiten mehr oder weniger schwarz. Kassieren sagen wir von der Stadt Kindergeld, dies, jenes. Um das deutlich zu sagen, natürlich kommen viele südosteuropäische Familien nach Deutschland, um ehrlich zu arbeiten. Doch es gibt offenbar auch eine Menge Betrug, gerade bei Hartz-IV-Bezügen und Aufstockung. 2017 hat die Bundesagentur für Arbeit deshalb fast 150.000 Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet. Ich bekomme Kontakt zu einem Insider, einem früheren Jobcenter-Mitarbeiter, der unerkannt bleiben möchte. Wie ist da die Masche? Kommen die immer alleine und beantragen die Sachen? Dann die Bürger aus dem EU-Ausland legen einem dann perfekt ausgefüllte Anträge vor. Das hinterlässt halt ein komisches Gefühl. Und dann eben auch die Dolmetscher oder auch die Arbeitgeber, die dann dabei sind, übersetzen natürlich auch alles, weil der Rumäne oder Bulgare mit uns dieses Gespräch gar nicht führen kann. Man bekommt natürlich auch mit, dass diese Arbeitgeber auch automatisch gleich Wohnungen anbieten können, wo diese Leute untergebracht werden. Zum Beispiel wird dann auch oft bei Antragstellung gleich gesagt, dass die Mieten für diese Objekte oder für die angeblichen Wohnungen direkt an den Vermieter gezahlt werden sollen. Auch Kindergeld wird beantragt für Nachwuchs, der teilweise nicht mal in Deutschland lebt. Das ist in der EU völlig legal, obwohl der Insider auch hier von vielen fragwürdigen Fällen erzählt. Nachforschungen kosten aber Zeit und Personal. Dadurch, dass die Jobcenter nach wie vor in allen Bereichen hoffnungslos unterbesetzt sind und nach wie vor mit einer großen Anzahl an befristeten Kräften, die auch noch Seiteneinsteiger sind. Ich will versuchen, an Hintermänner solcher Betrügereien zu kommen und werde schließlich einem dubiosen Geschäftsmann mit versteckter Kamera gegenübersitzen. Unterdessen bin ich ins bulgarische Plovdiv gereist. Es ist meine zweite Reise in den Stadtteil Stolypinovo. Roma-Ghetto wird das Viertel auch genannt. Bereits 2016 habe ich hier recherchiert. Geändert hat sich seitdem nichts. Viele sagen mir, die Not der Menschen sei sogar noch größer geworden. Diese Häuser hier hinter mir heißen im Viertel nur die Dortmunder Blocks, weil viele der Bewohner eben nach Dortmund oder in andere Städte Nordrhein-Westfalens gegangen sind. Und weil die Armut hier in Stolypinovo weiter groß ist, rechnen eigentlich alle damit, dass die Zahl derer, die nach Deutschland gehen, weiter steigen wird. Müll auf den Straßen und Menschen wie Stoyl, seine Frau Sonita und Tochter Natascha, für die ein Verschlag aus Steinen, Holz und Planen von der Müllhalde ihr Zuhause ist. Wenn du siehst, wie die hier leben, kann man absolut nachvollziehen, dass es viele nach Deutschland zieht. 50.000 Menschen haben einst hier gelebt. Jeder Dritte ist inzwischen nach Westeuropa gegangen, die meisten nach Deutschland. Doch für Slatka und Liliana, die mit ihren Kindern so leben, bleibt das ein Traum. Unter den Armen von Stolypinovo sind sie die Ärmsten, erzählen sie unserem Dolmetscher und mir. Wir haben natürlich von denen, die es nach Deutschland geschafft haben, gehört, dass es da Kindergeld und Sozialhilfe gibt. Aber wir können uns noch nicht einmal die Busfahrt oder den Flug dorthin leisten. Wenn Sie die Möglichkeit hätten und wenn Sie das Geld hätten, nach Deutschland zu gehen, würden Sie gehen? Ja, ich würde sofort gehen. Ich werde sofort meine Kinder bei der Mutter. Und sogar mein Kind hier bei der Großmutter lassen. Die Not der Menschen und ihre Hoffnung, es in Deutschland zu schaffen. Anton, der eine Art Oberhaupt im Viertel ist, weiß, das nutzen auch Kriminelle aus. Menschenschlepper, die Armen ebenso betrügen wie den deutschen Sozialstaat.
Das ist ein offenes Geheimnis. Es gibt in Deutschland Menschen, die sagen uns, komm, wir kümmern uns um den Behördenkram und dass du Sozialhilfe bekommst und eine Wohnung. Dafür wollen sie dann einen Anteil haben. Das gibt es für jedes Land Westeuropas. In Deutschland ist es wegen der Ämter etwas langwieriger geworden, aber es funktioniert weiter. Menschen, die von diesem Modell schon gehört haben, gibt es hier viele. Menschen, die darüber sprechen, nur wenige, wohl auch aus Angst. Nach einigen Telefonaten unseres Dolmetschers kann ich Musti treffen. Er hat lange in Deutschland gearbeitet, ist nun in Stolypinowo zurück, um seine allein lebende Mutter zu unterstützen. Also das läuft zum Beispiel, wenn du kommst, du brauchst eine Meldebescheinigung, du brauchst 3 Monate Arbeit mit Papier, egal wie viele Stunden, Minijob oder sowas. Du musst arbeiten 3 Monate. Dann Deutschland sagt, du arbeitest, du kriegst Sozialgeld. Aber wenn du arbeitest nicht, wenn du hast keine Meldebescheinigung und so weiter, wenn du hast Vorpapiere nicht, du schaffst nicht, klappt nicht. Laut Musti sind die Schlepper oft Türken oder Libanesen, die in Deutschland leben. Sie stellen auch die Arbeitsverträge aus, meist auf Minijobbasis, mit denen Anspruch auf Hartz IV besteht. Viele der Bulgaren würden dann noch schwarz arbeiten, manchmal auch dazu gezwungen, behauptet Musti. Aber die kriegen zum Beispiel 3 Euro pro Stunde. Normalerweise ist es ab 8 Euro. Ja, ja. Was glaubst du, wie viele Menschen machen das und nutzen das System so aus? Mindestens 60%, mindestens. Der Menschen, die von hier nach Deutschland gehen? Ja, ja. Ob diese Zahl stimmt, kann ich nicht beurteilen. Offizielle Statistiken dazu fehlen. Viele andere behaupten, sie würden solche Angebote ablehnen. Als ich mit diesen Männern spreche, greift einer zum Handy und ruft seine Schwiegertochter an. Sie lebe in Berlin und arbeite als Aushilfe in einer Bäckerei, erzählt sie mir. Ich arbeite eine Woche 12 Stunden. Und bekommen Sie Geld vom Jobcenter? Ja. Wie viel? 520. Auch ihre Wohnung in Deutschland werde vom Jobcenter bezahlt. Ob ihr die staatliche Hilfe jemand vermittelt hat, will die Frau nicht sagen. Ob sie nur zum Schein arbeitet, um dann illegal Sozialleistungen zu bekommen, kann ich von hier aus nicht recherchieren. Und seit wie vielen Jahren bekommen Sie das Geld vom Jobcenter? Ich weiß nicht. 2 Jahre, 3 Jahre, ich weiß nicht. Ich vergesse. Auf den Straßen höre ich auch die Geschichten derer, die nur abgezockt wurden. Sie arbeiteten teilweise ohne Bezahlung und mussten Geld an Schlepper zahlen. In einigen Fällen waren das Tausende Euro. Zum Vergleich, manche Menschen leben hier von nur 200 Euro im Monat. Für die Kriminellen verspricht das immense Gewinne, während die Armen, die darauf hereinfallen, die Opfer bleiben bei einem Geschäftsmodell, das mit dem Traum von einem besseren Leben in Deutschland lockt. Die neue Lebensrealität in Deutschland sieht dann aber oft so aus. Basis für die dubiosen Geschäfte mit Sozialleistungen sind heruntergekommene Häuser, die skrupellose Geschäftemacher reihenweise aufkaufen und für die dann Fantasiemieten genommen werden. Städte wie Gelsenkirchen, Duisburg oder Essen sind aktuell besonders betroffen. Schrott- oder Problemimmobilien werden oftmals über Zwangsversteigerungen erworben. 10% müssen nur angezahlt werden, dann kommt der Eigentümer in den Besitz der Immobilie und kann mit seiner Ausbeutung beginnen, sprich er zahlt kein Wasser, kein Strom, er bekommt aber die Miete, die Kinder werden angemeldet. Es sind aber oftmals gar nicht die eigenen Kinder, es sind Kinder, die entweder aus Waisenhäusern kommen oder Kinder, die eben dann hin und her gereicht werden, sodass entsprechend Kindergeld gezahlt wird. Und ein Teil des Kindergeldes geht dann an den Vermieter. Bei meiner Recherche stoße ich auf einen Mann aus Gelsenkirchen, der ebenfalls im Verdacht steht, mit Schrottimmobilien Geld zu machen. Das Amtsgericht Gelsenkirchen bestätigt mir ein laufendes Verfahren gegen den 59-Jährigen. Der Angeklagte soll eine Immobilie in Gelsenkirchen ersteigert haben, ohne je vorgehabt zu haben, zu bezahlen. Ich gebe vor, einer bulgarischen Familie bei der Wohnungssuche helfen zu wollen. Im Internet sei ich auf seinen Namen gestoßen. Ich filme mit versteckter Kamera. Wir haben früher Rumänen und Bulgaren Wohnungen gegeben, aber die Stadt hat uns 7 Häuser gesperrt. Wir haben alles verloren. Ach, hatten Sie die immer aus Zwangsversteigerungen, die Häuser? Das haben wir früher gemacht, jetzt nicht mehr. Warum nicht? Reiche arabische Leute kaufen heute die Häuser. Sie hatten ja damals auch ein paar Gebäude und die Stadt hat die dicht gemacht. Warum denn? Weil die Rumänen keinen Strom gezahlt haben. Ich vermiete nicht mehr an Rumänen.
Erst jetzt gebe ich mich als Reporterin zu erkennen und frage nach dem laufenden Verfahren beim Amtsgericht Gelsenkirchen. Die haben mir gesagt, dass gegen sie derzeit ein Verfahren läuft, wegen Betrugs im Zusammenhang mit einer Schrottimmobilie. Was sagen Sie denn dazu? Ich weiß nichts von einem Verfahren. Die anderen sind Betrüger. Ich mache den Job seit 20 Jahren und ich soll Betrüger sein? Die Stimmung kippt plötzlich. Zeit für uns zu gehen. Der streitet alles ab. Es sind immer die anderen, die schwarz arbeiten. Vom Verfahren weiß er nichts. Sehr seltsam. In diesem Fall haben die Behörden offenbar so viel Druck ausgeübt, dass es für den Geschäftsmann zumindest schwerer wird. Viele Städte fühlen sich oft alleingelassen. Ich schildere der Agentur für Arbeit unsere Rechercheergebnisse und bekomme Antwort. Personalnot gebe es in der Tat. Trotzdem sei man auf einem guten Weg. In der Regel werden Missbrauchsfälle durch die eigenen Prüfmechanismen und Ermittlungen entdeckt. Wird seitens der Familienkasse entdeckt, dass Kindergeld zu Unrecht bezogen wurde, wird das überzahlte Kindergeld zurückgefordert. Insgesamt habe man 2017 54 Millionen Euro Überzahlungen aufgedeckt. Das bezieht sich allerdings nicht nur auf Zuwanderer, sondern auf alle Empfänger von Sozialleistungen und Kindergeld. Doch unsere Recherchen haben gezeigt, dass dubiose Geschäfte in diesem Bereich trotzdem offenbar weiterhin blühen. Betroffene Städte setzen deshalb jetzt vor allem auf mehr Razzien und höhere Strafen, um die Probleme in den Griff zu bekommen.